Ja, also ich bin Schuhverkäuferin und ich bin das ganze Jahr unterwegs. Das hat die Mama schon so gemacht und das haben die Großeltern schon so gemacht. Die Großmutter väterlicherseits, die Großmutter mütterlicherseits. Ach, vielleicht ist sie mir da dazu gekommen. Also der Großvater hat immer erzählt, er war noch ein stolzer Grenadier beim alten Landgraf. Ja, der hat ja gern exerziert und hat die lange Kerls da kommen gelassen. Und hat eigentlich einen Märsch geschrieben, war alles wunderbar, bis der Landgraf gestorben ist. Ja, da hat der Großvater gesagt, haben wir den gestorben, wir Soldaten. Was machen wir jetzt eigentlich? Keiner wollte uns mehr exerzieren sehen, von was leben wir. Also haben wir unsere Uniformen genommen und haben sie verschnitt, haben Schlappe draus gemacht. Unsere Frauen haben die Käse auf den Buckel genommen und den Korb unter den Arm und sind losgezogen und haben überall unsere Schuhe verkauft. Und das war Bombeerfolg. Ja, und so haben wir das dann weitergemacht. Das ist dann von der Mutter auf die Tochter übergegangen. Und so bin ich dann unterwegs und ziehe von Land zu Land und verkaufe meine Schuhe. Ja, ich bin jetzt wie gesagt schon auf dem Rückweg. Ich habe gute Geschäfte gemacht, da hinten im Trierer Land, bin jetzt über die Siegener Hee da rüber gelaufen. Eigentlich war ich schon mit Elisabeth unterwegs. Haben die eigentlich gesehen? Ach, da habt ihr wieder auf irgendeiner Mühle drin Kaffee. Ich fasse es nicht. Also ich täte ja wenigstens gern die Schuhe noch verkaufen, weil ich muss jetzt langsam heim. Ich bin eh ein bisschen spät dran, weil wir haben ja nebenher noch eine Landwirtschaft. Und da muss ich ja meinem Papa auch helfen. Ja? Und ich kenne ja schon den Spruch, wenn ich jetzt wieder heimkomme, sagt er, hast du jetzt endlich einen gefunden, wo ich heiraten will? Dann muss ich wieder sagen, nee Papa, ich will nicht heiraten, das weiß ich doch, ich will noch mal Freiheit behalten. Ja, was kenn ich als dein Hobby? Na da. Schöner Schuh. Den könnt ihr sonntags in die Kirche anziehen. Gehst du nicht in die Kirche, gell? Hat er noch ein ähnliches Kinderheim? Zukunftsweisend. So, geht er noch heiraten oder auf die Beerdigung oder sowas? Ah, nicht. Wenn er selber nicht den hier kaufen. Ich habe ja Geld gut angelegt. Die werden aber berühmt. Alle hopp. Ja. Ich habe kein Geld im Sack. Yes, jetzt muss ich die paar Schuhe noch heimschleifen und bei mir sein. Ja. Ah, ich fasse es ja nicht. Sag ich dir, Papa, wenn ich noch Schuhe heimbringe? Ach je. Anna, da hinten ist noch Marc auf dem Platz. Vielleicht probiere ich es mal dort. Vielleicht finde ich dort auch die Elisabeth. Alle hopp. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gell? Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.